Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und ich habe dieses Intro jetzt gerade schon dreimal versucht aufzunehmen und ich habe mich jedes Mal versprochen, ich hoffe, dieses Mal klappt es. Also, in der heutigen Folge geht es um das wundervolle Thema Bauch gegen Kopf, beziehungsweise wie kann man eigentlich wirklich gute, intuitive Entscheidungen treffen und ja, was macht man eigentlich, wenn der Kopf das eine sagt, der Bauch oder das Herz das andere sagt und ich glaube, die Situation kennen wir alle und ich teile mit dir jetzt einfach mal meine besten Tipps, wie mir das gelingt, da ein gutes Gleichgewicht herzustellen oder ja, wie es mir überhaupt gelingt, meine Intuition zu hören und ich hoffe, du kannst den ein oder anderen Tipp aus dieser Folge für dich mitnehmen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Wir alle kennen das, glaube ich, ziemlich gut, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo unser Kopf das eine sagt, also der Verstand sagt das eine, unser Herz, unser Bauch sagt das andere und man ist innerlich wie so zwiegespalten. Manchmal denkt man so, okay, jetzt treffe ich die Kopfentscheidung, dann ist man damit eine Stunde irgendwie auch in Ordnung und dann schleicht sich wieder so das Herz ein oder der Bauch rein und sagt dann so, aber, was ist denn? Und ja. Und dann ist man doch wieder unsicher und dann ist man wieder in diesem inneren Dialog und weiß nicht so richtig, was man machen soll und ist dann die ganze Zeit so hin und her gerissen. Und falls du zu den Zuhörern gehörst, die jetzt schon länger diesen Podcast hören, es gibt ja mehrere Folgen, die ich schon gemacht habe zum Thema Entscheidungen treffen. Wie kann ich überhaupt gute Entscheidungen treffen? Das ist zum Beispiel die Folge, wie du der CEO deines Lebens wirst. Also hör dir die auch auf jeden Fall an zu diesem Thema. Und ich möchte heute aber noch ein bisschen intensiver auf das Thema Intuition eingehen, weil ich in den letzten Jahren für mich erst gelernt habe, wirklich auf meine Intuition zu hören und das so einen unglaublichen Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Und ich gerne mit dir einfach teilen möchte, wie es mir gelingt, auf meine Intuition zu hören und wie ich quasi auch mit so etwas schwierigeren Entscheidungen zwischen Herz und Kopf entscheide, wie ich damit umgehe. Und als Beispiel, ich bin jetzt ja seit knapp einem halben Jahr selbstständig ungefähr und es gab diesen Moment in meinem Leben, wo ich natürlich entscheiden musste, bleibe ich jetzt in der Festanstellung, bleibe ich quasi weiterhin Musikmanagerin in einem super guten Job und wo alles ja nach außen gesehen quasi auch passt, was ja auch ein schöner Job ist, aber eben quasi nicht mein Herzensjob, nicht das, wo meine Vision ist, nicht das, wo ich mich wirklich auch langfristig gesehen habe, aber der Verstand sagt natürlich, ist doch alles sicher, ist doch alles top und dann machst du das jetzt hier irgendwie noch 2-3 Jahre. Und ich hatte auch immer dieses Phänomen, vielleicht kennst du das auch, dass ich immer dachte, ich muss erst noch ganz viele Ausbildungen machen und ich muss erst noch ganz, ganz viel wissen und mich ganz sicher fühlen und dann erst kann ich damit rausgehen und so weiter. Das ist ja auch so ein ganz wunderbares Phänomen, um irgendwie ja sich gefühlt in Sicherheit zu wiegen, dass man denkt, wenn ich dann ganz viel weiß, dann kann ich loslegen. Und in Wirklichkeit ist es ja genau andersrum, dass du anfängst, ganz, ganz viel zu wissen, wenn du losgegangen bist. Also dadurch, dass du ja losgehst, fängst du überhaupt erst an, die Dinge wirklich zu lernen und ja über dich selbst hinauszuwachsen. Für mich war das damals, es war ein ganz interessanter Punkt. Es war letztes Jahr im Dezember, wo es dann darum ging, kündige ich, bleibe ich, was mache ich? Und für mich war ja immer klar, ich will als Coach, also nicht immer, aber seit 7 Jahren ist es für mich klar gewesen, ich will als Coach arbeiten, beziehungsweise ich will in diesem Bereich persönliche Weiterentwicklung arbeiten, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte meine Passion zu meinem Beruf machen und habe meine Masterarbeit ja unter anderem schon über das Thema geschrieben und habe aber dann genau in diesem Phänomen gelebt, in dieser Überzeugung, ich muss erst noch ganz viel wissen, ganz, ganz viel machen und erst dann, wenn ich mich dann ganz sicher fühle, kann ich damit rausgehen. Und es war für mich damals so spannend, als ich dann in dieser Situation war, wo ich wusste, wo meine Intuition so klar war, wo wirklich so der Punkt war, Laura, geh los, du bist mehr als ready, bitte, bitte geh los. Und in meinem Kopf, mein Verstand war aber so, nein, auf gar keinen Fall. Und du musst jetzt hier irgendwie, was ist, wenn du damit kein Geld verdienen kannst? Und es ist halt dieser extreme Sicherheitsfaktor. Ne? Unser Verstand ist ja einfach die Hauptaufgabe unseres Verstandes, unseres ganzen Systems, unseres Gehirns, ist ja einfach unser Überleben zu sichern, dafür zu sorgen, dass wir in Sicherheit sind, dass es uns gut geht. Und immer wenn wir dann auf so verrückte Ideen kommen, wie zum Beispiel sich jetzt selbstständig zu machen oder andere Sachen, was auch immer das ist, sich mal ein Jahr Auszeit zu nehmen oder ein verrücktes Projekt zu gründen oder
dem Menschen, den man schon seit Jahren irgendwie verliebt ist, endlich mal zu sagen, dass man in die Person verliebt ist oder was auch immer es ist, so diese eine große Sache, wo der Bauch eigentlich ist, so ja, um Gottes Willen, bitte tu es doch bitte einfach. Aber der Kopf einfach ja einem 500 Gründe nennt, warum das eben genau nicht geht. Und ich möchte gerne mit dir jetzt so ein paar Tools teilen, die mir eben dabei helfen, intuitiv zu sein und auf meine Intuition überhaupt zu hören, weil die Intuition ist meistens ja eher eine leisere Stimme. Das ist ja jetzt gar nicht so eine total laute Stimme wie dieses, die Angst oder die Sicherheit in unserem Kopf, die ja meistens sehr, sehr präsent ist, sehr laut ist, sondern die Intuition, das ist ja so diese ganz feine, leichte, ja, schöne Stimme, die einen irgendwie schon so das Leben lang begleitet, aber die man manchmal so ein bisschen wegschiebt. Und ich muss sagen, dass seitdem ich gelernt habe, auf diese Stimme zu hören und die so zu meinem Begleiter zu machen, zu meinem Berater zu machen. Ich entscheide alles in meinem Business, jede Geschäftsentscheidung, die ich zu treffen habe, alles, was irgendwie gerade, ja, alles, was ihr hört, seht, tut, ist intuitiv. Also ich mache ganz, ganz wenig nur noch mit dem Verstand. Ich hoffe, man merkt es nicht so stark. Also, das war jetzt ein bisschen lustig, weil das klingt so, als würde ich überhaupt über gar nichts mehr nachdenken, aber so ist es natürlich nicht. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Also, was man heute natürlich auch sieht, wie das alles bei mir funktioniert, und es ist auch wunderschön, dass das alles so gut funktioniert, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das von heute auf morgen alles entstanden ist, sondern ich habe da auch mal einen super Blogartikel zugeschrieben, den du dir einfach mal anhören kannst, der heißt, den du dir durchlesen kannst, wie ich mein Traumleben erschaffen habe, wo ich dir auch nochmal die einzelnen Schritte zeige, wie ich das alles aufgebaut habe. Ich verlinke den auch auf jeden Fall in den Shownotes. Weil es ist einfach wichtig, wenn du so eine große, starke, intuitive Entscheidung triffst, dass du dabei trotzdem smart bist, also dass du deinen Verstand nutzt, um intuitiv zu sein, also dass du es einfach umdrehst, dass du den Verstand nicht gegen dich arbeiten lässt, sondern mit dir zusammen, mit deiner Intuition, und dann ist das ein unschlagbares Team. Und ich habe damals eben, für mich war klar, ich will als Coach arbeiten, intuitiv, mein ganzes Herz, alles, ich war komplett da im Sinne von, ich weiß genau, was ich machen will, ich weiß, was meine Vision ist, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß es einfach, es gibt gar keinen anderen Weg für mich. Und dann war aber trotzdem klar, okay, dann benutze jetzt deinen Verstand, um das so aufzubauen, dass das eben alles funktioniert. Und natürlich, ich habe dann mehrere Ausbildungen gemacht und mich fortgebildet und habe aber trotzdem einfach angefangen. Und es gab dann den Punkt, wo ich gesprungen bin, wo ich gesagt habe, ich mach's jetzt einfach, auch wenn ich mich noch lange nicht bereit fühle, aber ich mach's jetzt trotzdem einfach. Ich würde mit dir jetzt einfach mal meine Tools teilen, ja, wie, was mir dabei hilft, intuitiv zu sein oder auf meine Intuition zu hören. Und der eine ganz wichtige Punkt, also was mir immer hilft, ist, die Sachen aufzuschreiben. Wenn man das im Kopf die ganze Zeit so hin und her dreht und hin und her dreht und dann denkst du es ein und denkst so, ja, jetzt habe ich mich entschieden, und dann denkst du 2 Minuten halt später wieder so, nein, doch nicht. Und dass du da eben, ja, in dem Moment, wo du die Sachen aufschreibst, wo sie schwarz auf weiß auf Papier stehen, kannst du da auch nochmal ganz anders mit umgehen. Und es gibt unterschiedliche Fragen, die dir dabei helfen können, wenn du es für dich aufschreibst, die dir dabei helfen können, wirklich eine gute, intuitive Entscheidung auch für dich zu treffen. Worum es ja immer geht bei uns im Leben, es geht nie um das Ziel an sich. Es geht nie darum, irgendwie die eine Beziehung tatsächlich zu haben oder den einen Job zu haben oder nach Australien zu reisen. Das ist das Ziel, ja, aber worum es bei uns immer geht, bei uns Menschen, immer, 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 egal bei welcher Entscheidung, die wir treffen, es geht immer um das Gefühl. Es geht immer darum, wie wir uns fühlen wollen. Immer. Eigentlich geht es immer darum, wie wir uns fühlen wollen. Deswegen die erste Frage, die dir dabei helfen kann, auf deiner Intuition und dem, was du eben wirklich willst, auf die Schliche zu kommen, ist dich zu fragen, was ist das Ergebnis, was mich so fühlen lässt, wie ich mich gerne fühlen möchte? Also wie müsste ich mich entscheiden, um das Gefühl zu haben, das ich gerne in meinem Leben haben möchte? Freiheit, Leichtigkeit, Freude, Liebe, Energie, Ruhe, Vertrauen, was auch immer es ist, Reichtum. Also gefühlter Reichtum quasi. Was ist das Gefühl, was du in deinem Leben haben möchtest? Und welche Entscheidung würde dich
am meisten dahin bringen? Also welche Entscheidung repräsentiert dieses Gefühl am besten? Das auch nochmal anders formuliert, also was ist quasi das Ergebnis, was ist das Ziel, was ist das Gefühl, was du haben möchtest, was du am meisten haben möchtest in diesem Bereich, wo es gerade darum geht, die Entscheidung für dein Leben zu treffen, ob es in Beziehung ist. Also wie willst du dich wirklich in deiner Beziehung fühlen? Wie willst du dich wirklich in deinem Beruf fühlen? Wie willst du dich finanziell fühlen? Wie willst du dich körperlich fühlen? Also was auch immer es ist quasi, frag dich, was ist das Gefühl, was du am meisten möchtest in diesem Bereich? Und dann schreib dir wirklich mal alle Optionen auf, die es gibt. Schreib dir alle Optionen auf, die es gibt, die dich zu diesem Gefühl hinbringen können. Also was wären die unterschiedlichen Entscheidungen, die du treffen könntest? Was ist die Kopfentscheidung, was ist die Herzentscheidung, was ist die Bauchentscheidung? Wenn das für dich vielleicht gefühlt auch unterschiedliche Entscheidungen sind. Und dann schau dir die Ups und Downs, also sozusagen die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Entscheidungen an. Was auch ganz, ganz wichtig ist, was mir immer geholfen hat, ist dir wirklich das Worst-Case-Szenario zu überlegen. Also sozusagen das schlimmstmögliche Outcome. Also was, wenn du dich jetzt für deinen Bauch entscheiden würdest, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Das Allerallerschlimmste. Und dass du dir dann überlegst, okay, und wie würde ich dann damit umgehen? Und schreib dir das auf, weil wenn dein Unterbewusstsein einmal gesehen hat, dass du auch mit dem schlimmsten Ergebnis umgehen kannst, dass du dafür eine Lösung finden würdest, dann hört dieser ständige Self-Talk, also dieses Selbstgespräch auf, das dir die ganze Zeit suggeriert, so Gott, und du bist nicht vorbereitet und was ist, wenn das und das und das passiert, dann kannst du sagen, ja, wenn das, das und das passiert, dann mache ich das, das und das. Das heißt, du nimmst dir selber quasi die Angst und hilfst damit deinem Verstand, sich zu entspannen, deinem Unterbewusstsein, sich zu entspannen und wirklich diesem intuitiven Gefühl zu folgen. Und dann, was auch immer nochmal hilft, ist, dass man sich selbst sozusagen auch fragt, okay, und auf wen in meinem Umfeld hat das natürlich auch noch einen Effekt, diese Entscheidungen, die ich treffen werde. Also wen in meinem Umfeld wird das auf irgendeine Art und Weise berühren oder tangieren, was ich jetzt tun werde, meine Entscheidungen, die ich treffen werde. Und das sind 5 Fragen, die dir dabei helfen können, ja, wirklich ein bisschen mehr Klarheit da reinzubringen. Also die erste Frage ist, was ist das Gefühl, was du wirklich möchtest in deinem Leben, in dem jeweiligen Bereich, wo es gerade darum geht, die Entscheidung zu treffen? Also wie willst du dich eigentlich fühlen? Das zweite ist dann, schreib dir all die Optionen auf, die unterschiedlichen Ziele, die unterschiedlichen Wege, wie du da hinkommen kannst. Und dann schreib dir die Vor- und Nachteile auf von den unterschiedlichen Wegen und überleg dir die Worst-Case-Szenarios, also was das schlimmstmögliche Outcome quasi, um dir einfach selber schon mal die Angst zu nehmen. Und überleg dir, wen sonst noch in meinem Leben von Menschen, die mir nahestehen, auf wen wird diese Entscheidung einen Effekt haben und wie gehe ich damit um? Und wenn du dir das einmal aufgeschrieben hast, ich weiß, es ist immer erstmal irgendwie nervig, sich hinzusetzen, ein Blatt Papier zu nehmen, die Sachen aufzuschreiben, aber es ist einfach der Gamechanger, weil in dem Moment, wo du die Sachen aus deinem Kopf rausschreibst, weißt du erstmal tatsächlich, was du denkst, weil vielleicht kennst du das, dass du Gedanken eigentlich nie zu Ende denkst. Du denkst, du hättest sie zu Ende gedacht, hast du aber überhaupt nicht. Und in dem Moment, wo du die Sachen aufschreibst, bist du wirklich gezwungen, einfach mal zu Ende zu denken. Und wirst dann wahrscheinlich vorstellen, dass das, was gerade dein Verstand dir sagt, also warum du bestimmte Dinge nicht tun könntest, dass das eigentlich überhaupt gar nicht wirklich stichhaltige Argumente sind. Und dann möchte ich dir gerne noch, also das erste Tool, was dabei hilft, um deiner Intuition mehr zuzuhören, ist wirklich aufzuschreiben. Einfach mal aufzuschreiben, was überhaupt die Optionen sind und wie du dich fühlen möchtest. Weil ich glaube, dass Intuition sehr, sehr eng damit zusammenhängt, mit diesem Wunsch, der uns dahin bringt, wie wir uns eigentlich fühlen wollen. Und das zweite Tool, und da habe ich jetzt ja schon ziemlich viel drüber gesprochen, auch in den letzten Podcasts, und alle, die mich kennen, wissen mittlerweile, das ist für mich einfach das Nummer 1 Tool, geht nichts drüber, ist Meditieren. Also setz dich hin, mach die Augen zu und hör auf, so viel im Außen zu sein und richte den Blick mal nach innen, also wirklich nach innen. Werd mal ganz, ganz still, ganz leise in dir. Weil wir können unsere Intuition nicht hören, weil wir die ganze Zeit in unserem Kopf diesen Affenzirkus haben und diesen ganzen Schwachsinn, was man da die ganze Zeit denkt, der uns die ganze Zeit ablenkt und wo wir total unfokussiert sind und unruhig. Und wirkliche Klarheit finden wir in Ruhe und in Stille und nicht irgendwie im Außen. Und deswegen ist Meditieren einfach so unfassbar stark. Augen schließen, Blick nach innen richten, atmen und einfach mal ganz, ganz ruhig werden, ganz, ganz still werden. Einfach mal beobachten, was du so denkst. Und ich habe ja mittlerweile mehrere Meditationen auch hochgeladen hier im Podcast. Kannst du da einfach mal anfangen mit zu meditieren?
Und das schon mal, ja, dich damit so ein bisschen in Verbindung zu bringen, eben mit dem, was eigentlich in dir alles lenkt, mit deinem Bewusstsein, mit deinem Unterbewusstsein und dich damit so ein bisschen zu verbinden. Falls du die Folge schon gehört hast, werde CEO deines Lebens, da habe ich ja unter anderem darüber gesprochen, dir deinen eigenen Vorstand zu gründen, der dich berät und der so ein bisschen angstbefreiter ist vielleicht als die anderen Kollegen, die da bis jetzt so in deinem inneren Vorstand sitzen. Worum es da jetzt eben auch geht, ist, wenn du meditierst, was ich zum Beispiel mache, wenn ich meditiere, ich verbinde mich wirklich mit meiner inneren Weisheit, mit dem Wissen, dass in mir alle Antworten schon sind. Ich weiß, dass ich auf jede Frage eigentlich schon eine Antwort habe. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil vielleicht kennst du das auch. Eigentlich haben wir die Entscheidung schon längst getroffen. In 99% der Fällen haben wir eigentlich immer schon längst die Entscheidung getroffen. Meistens treffen wir die in einer Millisekunde und dann setzt aber der Verstand ein und findet irgendwie Gegenargumente oder das Herz setzt ein oder was auch immer. Und da geht es eben darum, sich diesen inneren Mentor, diese innere Weisheit eben ranzuholen. Und deswegen musst du in die Stille gehen und musst wirklich mal den Blick nach innen richten, damit du diese Stimme überhaupt hören kannst. Ich habe unterschiedliche innere Mentoren, die ich nutze. Und das ist einmal mein Mentor aus der Vergangenheit und mein Mentor aus der Zukunft. Also ich schaue, wie war es denn in der Vergangenheit? Wann habe ich mal nicht auf meine Intuition gehört, obwohl ich ganz genau wusste, ich mache gerade nicht das, was ich eigentlich will. Und ich glaube, die Situation haben wir alle in unserem Leben. Also ich bin mir sicher, dir würden jetzt gerade auch mindestens 10 Dinge in deiner Vergangenheit einfallen, wo du ganz klare Zeichen gesehen hast eigentlich, die dafür oder dagegen sprechen, intuitiv, aber du hast es trotzdem getan. Und da ist es einfach mal ganz schön, so auf diesen inneren Mentor auch mehr zu hören aus der Vergangenheit, der eben auch so schaut, okay, was waren denn Ereignisse in der Vergangenheit, wo du nicht auf deine Intuition gehört hast, obwohl du die Stimme ganz klar gehört hast. Und schau da einfach nochmal drüber und ja, lerne daraus, lerne aus deiner Vergangenheit. Und genauso nutze den inneren Mentor aus der Zukunft, also dein zukünftiges Ich, das Ich, was das alles schon gesehen hat. Da kannst du entweder mal deinen 80. Geburtstag ausrechnen und ja, dir dein 80-jähriges Ich als inneren Mentor ranholen oder was ich auch mache als inneren Mentor, als mein zukünftiges Ich, das ist mehr als nur mein zukünftiges Ich, das ist wirklich so für mich die Quelle des Wissens, wo ich einfach weiß, alle Antworten sind da, es sind einfach alle Antworten da. Und auch wenn ich zum Beispiel einen Podcast aufnehme oder wenn ich spreche gerade einfach frei raus. Und warum? Weil ich einfach, bevor ich anfange, diesen Podcast aufzunehmen, ich setze mich kurz hin, mache die Augen zu, bringe meinen Blick nach innen und verbinde mich einfach mit dieser Kraft in mir, die einfach weiß, was es zu sagen gibt. Und die Kraft haben wir eben alle. Und dadurch, dass wir aber die ganze Zeit so disconnected sind von uns selbst, durch Handy, durch diesen ganzen, durch diese 1000 Reize, die ganze Zeit auf uns reinkommen, verlieren wir diese Stimme immer mehr im Laufe unseres Lebens. Und diese Stimme ist eigentlich so powerful. Also egal, was ich mache, ob ich einen Blogbeitrag schreibe, ob ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, ich wende immer meinen Blick nach innen und verbinde mich mit dieser Weisheit, mit dieser Kraft in mir, die auch größer ist als ich selbst. Und das ist, glaube ich, da hat jeder vielleicht, jeder würde das anders nennen, was das auch immer ist. Ich nenne es irgendwie meine innere Mentorin, diese Weisheit in mir. Und ich glaube, dass sich jeder damit verbinden kann tatsächlich. Aber dafür hilft Meditieren. Also dafür hilft wirklich zu meditieren. Und das dritte Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist, die Lösung aus der Zukunft abzuleiten. Das ist ein ganz typischer Weg, den ich als Coach eben auch immer benutze, wenn ich mit Klienten sowas bearbeite, also wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Ich schaue nie von der Vergangenheit oder von der Gegenwart auf die Lösung, sondern ich schaue immer aus der Zukunft auf die Lösung, weil wir aus der Zukunft einfach einen ganz anderen Blick haben auf die Problematik. In der Zukunft sind wir entspannt. In der Zukunft wissen wir, es hat alles funktioniert. Und dann musst du nur noch schauen, wie habe ich es denn gemacht? Und es gibt immer Wege. Es gibt immer, immer Wege. Aber dadurch, dass wir meistens aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit auf die Probleme schauen, auf die Entscheidungen schauen, die wir lösen möchten oder die wir entscheiden möchten, sind wir total blockiert aus all den Gründen, weil wir denken, was alles nicht funktionieren könnte. Und ja, die Intuition ist quasi diese Verbindung aus
das Gefühl, das du gerne haben möchtest in deinem Leben, plus gesehen zu haben, es hat funktioniert. Und dieses Vertrauen, was da drin liegt, das ist irgendwie so diese intuitive Stimme. Und da ist es eben so kraftvoll, sich mit der tatsächlich zu verbinden. Also ich würde die drei Punkte einfach nochmal zusammenfassen, die drei Tools, die mir dabei helfen, mich mit meiner Intuition zu verbinden und wirklich Kopf-Herz-Entscheidungen klar zu treffen. Das eine ist, ich schreibe die Sachen auf, ich bringe die Gedanken wirklich mal auf ein Blatt Papier. Die fünf Fragen schreibe ich dir dazu auch nochmal in die Shownotes. Der zweite Schritt ist, ich meditiere. Ich meditiere, verbinde mich mit meinem inneren Mentor aus der Vergangenheit, mit meinem inneren Mentor aus der Zukunft. Und der dritte Schritt ist, ich leite die Entscheidungen von der Zukunft ab und nicht von der Gegenwart und auch nicht aus der Vergangenheit. Weil es einfach ein viel kraftvollerer Ort ist, die Dinge aus der Zukunft zu entscheiden, als sie aus der Gegenwart zu entscheiden. Und ja, genau. Ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen dabei hilft, auch für dich so Klarheit zu finden oder jetzt so ein, zwei Tools an der Hand zu haben, die du ja einfach mal ausprobieren kannst für dich. Schreib mir super gerne, wie es bei dir funktioniert hat. Und um das jetzt hier kurz nochmal rund zu machen, als es bei mir so war, diese Entscheidung auch zu treffen, in die Selbstständigkeit zu gehen, und es gab bei mir auch schon ganz viele andere Entscheidungen, wo es wirklich immer so Kopf-Herz-Entscheidungen gewesen sind. Das ist die Kombination aus Verstand und Intuition, die dich wirklich kraftvoll macht. Und du kannst deinen Verstand eben wirklich einladen, deine Intuition zu unterstützen, indem du deinem Verstand die Angst nimmst. Und du nimmst deinem Verstand die Angst, indem du die Sachen aufschreibst, indem du meditierst und indem du Klarheit findest und dann tatsächlich auch losgehst. Und ich sage immer so, be smart on the way to your dreams. Also sei smart auf dem Weg zu deinen Träumen und verbinde das beides miteinander, weil dann bist du wirklich, wirklich kraftvoll. Und jetzt zum Abschluss noch ein wunderschönes Zitat von Steve Jobs, das er bei seiner Commencement Speech an der Stanford University gehalten hat. Eine wahnsinnig tolle Rede, falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an. Ich verlinke das gerne auch nochmal in den Shownotes. Und dieses Zitat ist so, dass er sagt: Deine Zeit hier ist begrenzt und deshalb solltest du sie nicht darauf verschwenden, das Leben eines anderen zu leben. Lass dich nicht von einem Dogma festhalten. Lass nicht den Lärm anderer Meinungen deine innere Stimme verstummen. Und vor allem habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Die wissen nämlich irgendwie bereits, was du tatsächlich werden willst. Alles andere ist zweitrangig. Das ist das, was ich heute sagen wollte. Ich hoffe sehr, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe wirklich, dass du dir das ein oder andere Tool mitnehmen kannst. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, ich bekomme relativ viele E-Mails mit Coaching-Anfragen. Und ja, ich coache auch über Skype. Also auch wenn du nicht in Berlin bist, kann ich mit dir super gerne ein Coaching machen. Ich habe im Moment einen Vorlauf von ungefähr so einem Monat. Also wenn du gerne ein Coaching bei mir machen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an coaching@lauraseiler.com. Wenn du gerade irgendwie an so einem Punkt stehst, wo es bei dir auch darum geht, so eine Entscheidung zu treffen, schreib mir eine E-Mail, egal wo du bist. Ich mache 99% meiner Coachings über Skype, weil meine Klienten in Schweiz, Österreich und Süddeutschland hauptsächlich sind und gar nicht so sehr in Berlin. Das heißt, schreib mir einfach eine E-Mail, wenn du da Unterstützung haben möchtest. Genau dafür bin ich ja da. Ja, schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei unter www.lauraseiler.com. Hol dir da das kostenlose Empowerment-E-Book und komm auf jeden Fall in den 7am Club. Da meditieren wir jeden Morgen zusammen. Das heißt, da kannst du wirklich in deine Morgenroutine kommen und da nochmal eine ganz andere Power in deinen Tag bringen. Und wenn dich diese ganzen Themen interessieren, hör dir die Folge an, wie werde der CEO deines Lebens, und auch so die ersten 5 Folgen, glaube ich, so dieses Thema Selbstbewusstsein, wie du Ziele umsetzen kannst. Also all das, ich habe schon relativ viel zu dem Thema aufgenommen. Hör dir das einfach an, das kann dir alles dabei helfen, wirklich in deine Power zu kommen, in deine Kraft zu kommen und klare, intuitive Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube tatsächlich, intuitive Entscheidungen sind, jedenfalls gesehen an dem, was jetzt irgendwie bei mir in dem letzten Jahr auch passiert ist, sind wirklich gute, intuitive Entscheidungen, die verändern nochmal so viel im Leben, weil du einfach viel mehr in Einklang kommst mit dem, was du eigentlich möchtest in deinem Leben. So, ja, ich glaube, das war's. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Geh weiter deinen Weg, folge deiner Intuition, folge deinen Träumen, folge dieser Stimme, die zu dir sagt, so, hey, da ist noch mehr, was auf dich wartet. Und wenn ich dich irgendwie dabei unterstützen kann, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Bewerte den Podcast super gerne unter Rezension. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden. Und ja, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Rock on and Namaste, deine Laura.